Ja, moin Leute, zihilitreff.de hier mit den letzten News sozusagen vom Wahlsonntag. Aber das interessiert in diesem Fall überhaupt gar nicht, denn unseren S800 haben wir ein bisschen erweitert und zwar wie folgt. Also, was jetzt sich geändert hat im Gegensatz zu vorher, ist, dass wir hier jetzt zwei LEDs haben, Infrarot-LEDs, die über eine eingelernte Fernbedienung, die ein bisschen modifiziert wurde, über einen SMD-2-Kanal-Schalter angesteuert werden, um dann Zoom-In, Zoom-Out zu machen. Zwei LEDs nur, weil in dem Fernsteuerungsteil auch zwei LEDs verbaut waren. Hat also nichts damit zu tun, dass wir eine für rein, eine für rauszoomen brauchen. Das Ganze wird hier ganz diskret potenzialfrei über zwei Relais geschaltet. Und dann kann man hier vielleicht noch erkennen, da sitzt jetzt die Fernbedienungsplatine, habe ich aus ihrem Gehäuse befreit. Die hat eigentlich 10 Knöpfe. Ich habe die Knöpfe halt über Kabel an die Relais geführt, also ganz diskret, so wie man es von früher her kennt, aufgebaut. Ja, und dann geht das Ganze runter ans Gimbal. Ebenso jetzt hier auch der Sender, der hier unten mit dran hängt. Mal gucken, ob wir den von hier besser erkennen können. Ja, von hinten kann man es eigentlich immer besser sehen. Da hängt jetzt noch so ein Sender dran und das Ganze geht dann live out von der Kamera auf die Ground Station, sodass man also auch schön sehen kann, welchen Zoom-Ausschnitt man denn überhaupt drauf hat, weil das ist ja auch ganz wichtig. Zum einen haben wir hier den Empfänger, dann haben wir hier ein bisschen Stromversorgung dran, kann man auch anders machen, über das Kabel lässt sich hier auch eine Autobatterie anschließen und da brüllt meine DX8 auch schon. Ja, das Ganze ein bisschen gegen Sonnenlicht abgeschirmt, eigentlich eine super Geschichte, kann man immer prima hinterherfliegen und das werden wir uns gleich mal live von den Fahrbahnen gucken, wie das denn so ausschaut. Geht auch super hier mit Einhandbedienung, zwischen die Fernbedienung, zwischen der Hexakopter, das schwankt etwas, aber obwohl wir haben es eigentlich windstill, aber es sind so ein paar kleine Böen dabei, die ihn dann immer noch aus der Bahn werfen. Aber das Bild, was wir hier sehen, ist doch einigermaßen stabil. Das ist jetzt Live-Bild aus der Luft. So. Und da düse ich jetzt noch ein bisschen mit rum, ne?
Ja, Leute, da kriegt man das Grinsen ja gar nicht mehr aus dem Gesicht, wenn man mit so einem Teil jetzt mal durch die Gegend fliegt. Also, ich habe es gerade mal gewagt und bin, übrigens, so sieht es aus, wenn kein Videosignal ist, schalten wir die Karre mal aus hier. Und bin mit dem Teil ein bisschen weiter durch die Gegend geflogen. Und zwar, ich drehe mich mal kurz um. Da hinter mir kann man so einen leichten Knick erkennen, so wie wir das hier in Norddeutschland nennen. Also das sind so ein paar Gewächse, die so das eine Feld vom anderen trennen. Und da bin ich mal hingeflogen. Das sind laut meiner Telemetrie, und ich hoffe mal, die ist einigermaßen zuverlässig, GPS gestützt, also plus minus 30 Meter ungefähr, 200 Meter Entfernung. Das Signal war noch gut zu erkennen, wobei ich muss sagen, je nachdem, ob da jetzt gerade mal so ein Beinchen vom Hexakopter dazwischen ist oder nicht, bricht es dann doch mal gerne zusammen. Dann dreht man das Teil halt wieder ein bisschen und dann passt es. Blöd an der ganzen Geschichte ist, wenn er da hinten so rumschwebt, man kann die Lage überhaupt nicht mehr erkennen und man ist schon auf das Kamerabild angewiesen, um überhaupt zu erkennen, wo ist vorne, wo zeigt die Nase hin. Er hat keine Nase. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen Beleuchtung hilft, ein kleiner Suchscheinwerfer oder so. Ich denke mal, das Kamerabild ist schon ausschlaggebend. Man sollte sich auf keinen Fall weiter entfernen, als das Kamerasignal da noch ein vernünftiges Bild liefern kann, damit man wenigstens noch ein bisschen Orientierung hat. Aber ich denke mal, 200 Meter ist für so eine Kiste auch schon eine ganz schöne Entfernung, zumal man muss ja auch hin- und zurückfliegen. Allein das braucht schon mal ein bisschen Akkukapazität. Das heißt, die Flugzeit verringert sich dann, wenn man es jetzt von der An- und Abfahrt, sage ich mal, nimmt, um ungefähr 2-2,5 Minuten. Das Ding kann ordentlich Speed machen, habe ich schon festgestellt, werden wir im Video auch sehen, dass er also doch einigermaßen fix über die Wiese geht. Es macht einfach nur Bock, kann man nicht anders sagen. Es ist richtig geil, gerade auch mit dem Zoom. Mittlerweile traue ich mich halt auch, einfach nur nach dem Kamerabild zu fliegen, so wie die FPVler. Einfach mal gucken, was ist da unten los. Ich traue dem Teil jetzt so weit, dass er auch bei Böenwind zwar kippelt, aber nicht umkippt, das wäre ein bisschen blöd. Da können wir die Maulwürfe mal filmen, wie sie so in ihrer Bude hocken und fernsehen oder so. Will ich gar nicht, wenn das Teil abgestürzt ist. Nein, es macht schon Spaß, nach dem Bild zu fliegen, rein, raus zu zoomen. Und ich denke mal, Ziel ist es dann einfach, Piloten, wenn sie mit ihrem Flugzeug oder Heli unterwegs sind, aus der Luft heraus einfach mal zu filmen, dass man von einer anderen Perspektive sehen kann, wie sieht das da aus. Das ist, denke ich mal, recht interessant, als immer nur vom Boden oder direkt vom Modell aus die Onboard-Kamera zu haben, einfach mal nachzuführen, hinter dem Modell hinterher zu fliegen, ran zu zoomen, raus zu zoomen, wenn es wieder auf einen zukommt. Macht auch Sinn, sonst verliert man es glatt aus dem Objektiv. Ja, geile Kiste, anders kann man es echt nicht nennen, und da wird noch einiges hinterherkommen.